Hallo, hallo, hallo. Ein neuer Sportvlog. Heute mein Partner beim Laufen, der Marek. Hallo. Ja, wir sind in Lissendorf. Ja. Was ich hier in Lissendorf mache und wo Lissendorf überhaupt ist, ja, das erzähle ich gleich nach dem Intro. Wir sind heute in Lissendorf und Lissendorf ist in der Eifel. Wie kommen wir denn in die Eifel, sag mal? Ich weiß es nicht. Ich bin noch nie rausgekommen. Ja, das glaube ich allerdings. Ja, der Marek, wie man sieht, ist KSC-Fan. Und KSC ist ja momentan ganz weit oben. Aber richtig. Aber richtig weit oben. Geht so. Jedenfalls kenne ich den Marek von vielen verschiedenen Partys mit Pujan. Pujan der Glatzkopf. Kennt ihr. Ja. Auch von Shoki Banoki. Ja. Und heute bin ich in der Eifel unterwegs gewesen, weil ich hier eine Lesung hatte. Und da habe ich den Marek angehauen, habe gesagt, hier, Sportvlog, laufen, du bist fällig. Und jetzt führt er mich mal so ein bisschen durch Lissendorf. Und Lissendorf ist ja klein. Wie man weiß, ja, einfach toll. Und es gibt auch nur ein Lissendorf in ganz Deutschland gegenüber vielen anderen Orten. Ja. Also wir sind in dem einen Lissendorf, das ist wirklich nur einmal gut. Und das ist auch in dem Sinne dann einmalig. Respekt und Anerkennung. Ja, ganz toll. Ich gucke mir das mal an. Oh, siehst du da vorne? Warte mal. Ja. Das ist ein Schalke-Fan. Ja. Was sagst du als KSC-Fan? Molotow-Cocktail dabei? Da ist ein Kumpel. Und meine Tochter mag den. Und ich weiß nicht warum. Ach so. Und sie sagt, sie wäre auch Schalke-Fan. Aber gut. Bisher hatte ich immer nur Glück. Das kann man ja auch nicht immer haben. Hat er Kinder? Nee. Ja, siehst du, deswegen. Ja. Ja, wir melden uns gleich wieder. Wir müssen ein bisschen laufen. Wir wollen heute 10 Kilometer laufen. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Der Marek scheucht mich hier die Berge hoch. In der Eifel, ich wusste gar nicht, dass hier Berge sind. Heilige Scheiße. Ja, aber hier sind wir in Gönnersdorf. Wir müssen ein bisschen schneller machen. Hier halten wir uns nicht gerne auf. Weil? Das ist auch irgendwie alles ganz komisch hier. Ja. Auch. Ich darf nicht so laut reden, da kommt. Okay. In Gannersdorf sind die Leute verschieden, oder was? Hallo! Hallo. Muss man so zu sagen. Ja, hier riecht es ja auch. Ihr riecht das nicht. Die Gannersdorfer Kühe. Die Gannersdorfer Kühe. Meinst du jetzt die Tiere oder die Frauen? Ja, die Tiere auch. Ja, die Tiere auch. Ja. Aber gleich sind wir wieder in Lissendorf. Ja. Halleluja. Also in dem Lissendorf. Ja, Halleluja. Wird auch Zeit. Hier lang? Ja. Oh, ich merke schon, der Duft wird angenehmer. Siehst du? Dacht jeder. Alter. So, Bergziege und Marek. Hier an dem Berg. Hammer. 75% Steigung. Ja, kommt hin. Alter. Wir sind jetzt übrigens durch den Lissendorfer Wald und durch Lissendorfer Feriengebiet. Und was die meisten nicht wissen, das ist einzigartig. Der Lissendorfer Wald sowie das Lissendorfer Feriengebiet. Denn das gibt es nur in Lissendorf. Oh. In Lissendorf gibt es ja, wie vorhin schon erwähnt, nur einmal. Oh. Das ist echt so, könnt ihr googeln. Mann. Hier muss ich irgendwann mal hinkommen. Auf jeden Fall. Irgendwann mal muss ich hier hinkommen. Schade, dass ich schon bin. Was nicht ist, kann noch werden. Ja, ja. Ab nach Lissendorf. Wieder zurück, wie viele Kilometer haben wir jetzt? Vier. Hey. Am Arsch. Sieben, glaube ich. Sieben geht. Drei schaffen wir noch. Ja. Bis gleich. Wir haben jetzt hier Lissendorfer Naturschauspiel. Gibt's nur in Lissendorf. Nur in Lissendorf verfügbar. Ja. Und er hier auch nur in Lissendorf. Nur in Lissendorf. Das ist nur hier. Das bist ist du, einzigartig. Bist du eigentlich der einzige KSC-Fan in Lissendorf? Nee. Ja, das ist alles einzigartig. Warte mal, Naturschauspiel. Oh, Naturschauspiel. Ich sag dir, alles Yelp. Wieder zurück in Lissendorf, in the streets of Lissendorf. Bahnhofstraße. Die Lissendorfer Bahnhofstraße gibt es übrigens nur einmal in Deutschland. Ja, Alter. Das ist echt so, kannst du googeln. Ja, ja, mache ich dann als erstes, wenn ich dann aus der Eiszone wieder raus bin. Wir haben jetzt so circa 9 Kilometer, haben es gleich geschafft.
weil ich ja eigentlich 10 Kilometer nur machen wollte, kommen wir mal 10,1. Ne? Echt jetzt? Weil das letzte Mal habe ich 10 Kilometer gemacht und diesmal 10,1 wäre cool. Okay, aber ich kriege dich nicht getragen, ne? Nee, nee, du bist halt ein bisschen mickrig gegen mich, das ist klar. Ja. Ja. So, also wir melden uns wieder, wenn wir es geschafft haben. Jo. So, wir sind angekommen. Wie weit sind wir gelaufen, sagst du? 19. Komm, sag 10,1, wie es war. 10,1. Ja, 10,1 Kilometer gelaufen, check. In wie lange? Wie lange sind wir gelaufen? 30. Ach, 30. Du bist so ein Lügenbold, ehrlich. Wir waren so 65, 66 Minuten, würde ich sagen, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, so ungefähr. Langsam. Und ich habe Lissendorf erkundet. Wie geil ist das denn? Check. Saugeil. Also, cheerio. Achso. Was ich noch sagen wollte. Ja? Normalerweise denke ich, wenn ich nach Hause komme bei meinen beiden Mädels, nö, quatschen mir zu viel. Aber nach 10 Kilometern mit dem bin ich froh, zu Hause zu sein. Ja, ja. Dann cheerio, Miss Sophie. Für den nächsten Sportblock bist du ausgeladen. Bis dann.